Willkommen bei den Kino-Check-News mit den wichtigsten Infos aus Hollywood und Co. Diese Woche dabei, Disney geht auf einen Live-Action-Marathon, Netflix verfilmt nach One Piece jetzt auch Avatar, der Herr der Elemente, Kick-Ass soll ein Reboot kriegen und auch die Gargoyles werden bald als Live-Action-Serie erneut zu sehen sein. Daneben gibt es noch Neuigkeiten zur The King's Man-Fortsetzung und dem Halloween Cinematic Universe. Seid also gespannt. Es werden wieder Ärsche getreten. Mit der Superhelden-Satire Kick-Ass dürfte Regisseur Matthew Vaughn das Superhelden-Genre im Jahr 2010 komplett auf den Kopf gestellt haben. Der überaus zynische Film kam nicht nur mit einer ordentlichen Portion Gewalt daher, sondern verhalf auch den Darstellern Aaron Taylor Johnson und Chloe Grace Moretz zu ihrem Durchbruch in Hollywood. Nun soll mit Teil 3 ein Reboot folgen, welches ebenfalls wieder für Aufsehen sorgen könnte. 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass wir mit Kick-Ass 2 eine Fortsetzung des beliebten Vorgängers präsentiert bekamen. Obwohl der Film nicht wirklich an das Niveau von Kick-Ass herankam, war er dennoch durchaus erfolgreich und dementsprechend stellten sich Fans die Frage, ob und wann ein dritter Teil folgen wird. Auf der diesjährigen New York Comic Con lüftete Regisseur Matthew Vaughn endlich das Geheimnis um Kick-Ass 3 und kündigte an, dass ein weiterer Teil folgen wird. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet Vaughn, dass Teil 3 in Form eines Reboots stattfinden und uns neue Charaktere präsentieren soll. Eine Rückkehr von Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz oder Christopher Mintz-Plasse sei aktuell nicht geplant, da das Reboot bewusst in eine ganz andere Richtung gehen soll. Dennoch wäre nicht ausgeschlossen, die Figuren in einem späteren Teil zurückzubringen. Gegenüber Sci-Fi betonte Vaughn, dass Kick-Ass 3 etwas sein werde, das es so noch nie zuvor in Sachen Film gegeben hätte und dass man am liebsten Anfang 2024 mit den Dreharbeiten beginnen würde. Ob der Film auch ohne die beliebten Figuren Kick-Ass und Hit-Girl überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Dennoch versicherte Vaughn, dass wir uns auf einen großen Spaß einstellen können, über den noch einige Zeit geredet werden wird. Wir sind gespannt. Neues von den Kingsmen. Mit dem 2021 veröffentlichten Prequel The Kingsman: The Beginning präsentierte uns Regisseur Matthew Vaughn die Ursprünge der beliebten Agentenorganisation. Nun wird Teil 2 folgen, welcher sich mit der Machtergreifung Hitlers beschäftigen soll. Mit Kingsman: The Secret Service veröffentlichte Regisseur Matthew Vaughn 2014 einen der beliebtesten Filme des Jahres, der sich nicht nur als weltweiter Erfolg herausstellte, sondern auch den Start eines neuen Franchises besiegelte. Mit The Kingsman wurde uns dann ein mit Ralph Fiennes besetztes Prequel präsentiert, welches sich mit der Vorgeschichte der Agentenorganisation befasste. Obwohl der Film finanziell kein sonderlich großer Erfolg war, scheint Vaughn weiterhin an das Potenzial seiner Reihe zu glauben und kündigte nun im Rahmen der New York Comic Con eine Fortsetzung an. So berichtete er in einem Interview mit Collider, dass sich Teil 2 mit dem Aufstieg Hitlers beschäftigen wird, welcher bereits in der Mid-Credits-Szene des Vorgängers in Erscheinung trat. Dieser wird von dem deutschen Darsteller David Cross verkörpert. Vaughn wolle mit dem Film an die Gefahren des Faschismus erinnern und zieht Parallelen zur heutigen Zeit. Ich schaue mir die Welt im Moment an, in der alle abgelenkt sind und sich über dies und das Sorgen machen. Und wenn man sich zu viele Sorgen darüber macht, können hier schlimme Dinge passieren. Während der Regisseur offenbar viele kreative Ideen für das nächste Kapitel seiner Actionreihe in der Hinterhand hat, bleibt erst einmal unklar, ob The Traitor King als Spielfilm oder als TV-Serie produziert wird. Fans von Vaughn dürften in den nächsten Jahren also voll auf ihre Kosten kommen, denn immerhin wurden mit Kingsman 3 und der Neuauflage von Kick-Ass 2 weitere Titel angekündigt, die bereits mit Spannung erwartet werden. Disneys Live-Action-Offensive geht in eine neue Runde, so sollen laut ersten Gerüchten eine Reihe von weiteren Neuverfilmungen folgen, unter anderem Tarzan, der Mega-Erfolg Die Eiskönigin sowie Küss den Frosch und Rapunzel. Seit mehreren Tagen geistert das Gerücht durchs Internet, dass Disney offenbar eine Reihe weiterer Animationsfilme einer Remake-Kur unterziehen wolle. Ziel sollen dabei Titel sein, die sich bei den Fans weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. So berichtet The Insider, dass 4 neue Live-Action-Remakes geplant sind. So sollen Neuverfilmungen von Tarzan, Die Eiskönigin, Rapunzel und Küss den Frosch fest auf dem Programm des Konzerns stehen und sich bereits in einer frühen Phase der Entwicklung befinden. Da Disney sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert hat, sollte diese Ankündigung mit Vorsicht betrachtet werden. Vorstellbar wäre es dennoch, denn immerhin erwartet uns in den nächsten Jahren gleich eine Vielzahl von Neuverfilmungen, die allesamt auf den Zeichentrick- und Animationsklassikern beruhen. Zur Neuverfilmung von Rapunzel halten sich die Gerüchte bereits seit mehreren Monaten.
Und so soll man mit Florence Pugh bereits eine passende Besetzung der Disney-Prinzessin gefunden haben. Wir behalten die Entwicklungen weiterhin im Auge. Nach dem Erfolg von One Piece folgt nun Avatar. Während sich die Piratenserie One Piece weiterhin großer Beliebtheit erfreut, steht mit Avatar Herr der Elemente schon die nächste große Live-Action-Umsetzung in den Startlöchern. Netflix veröffentlichte nun eine Reihe von neuen Bildern, die uns die Antagonisten der Serie präsentieren. Das Live-Action-Remake der beliebten Anime-Serie Avatar Herr der Elemente dürfte zu den größten und gleichzeitig heiß erwartetsten Projekten gehören, für die sich der Streaming-Dienst Netflix im nächsten Jahr verantwortlich zeigen wird. Die Skepsis ist groß, denn immerhin wurde 2010 mit Die Legende von Aang bereits eine erste Realfilm-Variante veröffentlicht, die unter Fans keinen guten Ruf genießt. Der Erfolg von One Piece dürfte dennoch für eine optimistischere Grundhaltung bezüglich der Avatar-Serie sorgen und auch die ersten Bilder, welche uns die Hauptfiguren der Serie präsentieren, konnten überzeugen. Nun meldete sich der Streaming-Riese Netflix zurück und veröffentlichte eine Reihe von neuen Fotos, die sich diesmal mit den Antagonisten der Feuernation beschäftigen. So sehen wir Darsteller Daniel Day-Kim im markanten Outfit des Feuerlords Ozai, Paul Sun-Jung Lee als Fanliebling Onkel Iroh und Ken Leung als Commander Zhao. Prinzessin Azula, welche von der Newcomerin Elizabeth Yu verkörpert wird, dürfte überzeugen, ebenso wie der Darsteller Dallas Yu alias Prinz Zuko, welcher Jagd auf den Avatar macht. Die Live-Action-Version von Avatar Herr der Elemente besitzt derzeit noch kein genaues Startdatum, wird aber voraussichtlich 2024 debütieren. Die erste Staffel wird aus 8 Episoden bestehen und aktuell ist davon auszugehen, dass sich die Adaption inhaltlich auf die erste Staffel der Anime-Vorlage beziehen wird. Durch die Hölle ins Paradies. Diesen Weg beschreitet die von Oscar Isaac verkörperte Figur Dante im neuen Mafia-Thriller In the Hand of Dante, welcher bereits im nächsten Jahr veröffentlicht werden könnte. In the Hand of Dante erzählt die Geschichte vom Gelehrten Nick, der von der Mafia engagiert wird, um das originale Manuskript von Dante Alighieris Die göttliche Komödie auf Echtheit zu überprüfen. Parallel dazu wird die Geschichte von Dante selbst erzählt, der nach Sizilien flieht, um dort mit den Arbeiten an seinem Werk zu beginnen. Der Film wird von Großmeister Martin Scorsese produziert und von Julian Schnabel inszeniert, welcher bereits mit seinem Biopic Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit überzeugen konnte. Wie Deadline berichtet, wird der Film mit einem stattlichen Cast daherkommen. So soll Oscar Isaac die Rolle des Dante übernehmen. An seine Seite gesellen sich zudem Jason Momoa, Gal Gadot und Actionstar Gerard Butler. Aufgrund der vorläufigen Vereinbarung mit der SAG-AFTRA konnte die Produktion bereits starten und so wird aktuell in Venedig gedreht. Die Chancen stehen also gut, dass der Film bereits im nächsten Jahr seine Premiere feiern könnte. Die Gargoyles kehren zurück. Die beliebte Zeichentrickserie, die in den Jahren 1995 bis 1997 ausgestrahlt wurde und die Nachmittag vieler junger Menschen bereichert haben dürfte, erhält ein Remake, das von zwei absoluten Horrorexperten geleitet werden wird. Die düstere Zeichentrickserie Gargoyles, die von einer Gruppe monströser Krieger handelt, dürfte neben DuckTales und Darkwing Duck eine der beliebtesten und speziellsten Zeichentrickproduktionen der 90er Jahre darstellen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, plant Disney aktuell eine Rückkehr der ikonischen Steinmonster in Form eines Live-Action-Remakes, für welches sich James Wan und Gary Doberman mit ihrer Produktionsfirma Atomic Monster verantwortlich zeigen werden. Wan und Doberman gelten als absolute Experten in ihrem Fach und arbeiteten bereits an etlichen Produktionen zusammen, unter anderem der Annabelle-Reihe, dem Conjuring-Prequel The Nun sowie dem zuletzt erschienenen Megan. Wann genau die Serie erscheinen wird, bleibt vorerst unklar. Das Projekt befindet sich aktuell noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung und dürfte deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Michael Myers kommt nach Hause. Nach einem langen Hin und Her konnte sich das Produktionsstudio Miramax die Fernsehrechte an der Halloween-Marke sichern und plant nun ein ganzes Universum, welches Filme und Serien umfassen soll. Miramax wird sich in den kommenden Jahren für etliche Halloween-Projekte im TV-Bereich verantwortlich zeigen. Das Produktionsstudio konnte sich im Laufe der Verhandlungen um die Rechte durchsetzen und hat mit Trankers einen weitreichenden Vertrag zur Entwicklung und Koproduktion einer Halloween-TV-Serie unterzeichnet, die ein ganzes Cinematic Universe einleiten soll. Mark Helwig, Head of Global TV bei Miramax, wird das Franchise in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Trankers International Films kreativ betreuen. Trankers produzierte zuletzt die Halloween-Spielfilm-Trilogie für Miramax und Blumhouse unter der Regie von David Gordon Green.
In einem Interview mit Deadline zeigte sich Mark Helwig erfreut über die Zukunft der Marke. Wir freuen uns sehr, unsere lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Trankers und dem brillanten Malik Ackert auszubauen und dieses legendäre Franchise in einer neuen Form des Geschichtenerzählens einer neuen Generation von Fans näher zu bringen. Myra Max und Halloween sind schon seit Ewigkeiten miteinander verbunden, denn immerhin zeigte sich das Produktionsstudio für alle 13 Verfilmungen der Marke verantwortlich. Das waren die News für diese Woche. Wer aber noch viel mehr Neues erfahren will, dem empfehlen wir unser neuestes Video zum neuen Herr-der-Ringe-Film Der Krieg der Rohirrim. Kann eher Netflix oder Disney mit den neuen Live-Action-Projekten überzeugen? Und freut ihr euch auch drauf, mehr von Kick-Ass zu sehen? Sagt es uns in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.